Moin Leute, willkommen zurück zu Dead by Daylight. Wir sind wieder unterwegs als Jägerin. Wir haben diesmal Barbecue und Chili, brutale Stärke, Fluch aufgezehrte Hoffnung und Thanatophobia dabei. Und dazu haben wir die Insta-Äxte. Das bedeutet, wir können die One-Shotten. Da hinten ist unser Totem. Wir hoffen, dass sie da nicht hingehen. Hier arbeiten welche, die jetzt mit Sprintboost alle wegrennen. So, sie nehmen wir, oder nehmen wir erstmal sie hier. Sie ist down. Klatsch. So, wir müssen dann nur weit genug vom Haken weggehen. Hinten macht er einen Totem. Dem gehen wir jetzt auch. So, der Nachteil ist, es werden 4 Äxte abgezogen von 5. Deshalb hatten wir noch ein Addon, wo wir nochmal 2 draufpacken. Da hinten ist sie. Da rennt sie. Lol. So, jetzt haben wir ein Set bekommen auf aufgezehrte Hoffnung. So, wir holen uns erstmal Äxte, würde ich sagen. So, wenn wir 3 Zeichen haben, können wir auch mit unserem normalen Angriff sie schön one-shotten, was wir aber nicht wollen. So, ich hoffe, sie sieht unser Totem nicht. Die sind da hinten fleißig zu zweit. Gehen wir da wieder hin. So. Werden jetzt hier mal probieren abzukürzen. Ich hoffe, wir sind weit genug weg jetzt hier. So. Wir sehen wir keinen. Doch, hier. Der war daneben. Warum rettet da keiner? Und Trevor. Direkt wieder am Haken. Sie versucht sich zu befreien. Warum? Hängt sie lieber ab? Guck mal, wir gehen noch ein Stück weiter weg. Können die da mal helfen? So, sitzt hier ein Schrank. Hallo, Schrank. Die lassen die echt abkratzen. Oh, den haben wir bekommen. Das ist schön. So, was ich noch sagen wollte, auf Stufe 5 können wir natürlich dann Maureen. Ist das die Verletzte? Nee. Insta-Exe sind schon sehr stark. Deshalb haben wir auch eigentlich keine Ruine mitgenommen, damit sie so, er verkackt da schön. So, jetzt haben wir schon mal unseren One-Shot. Er hat hier den Haken weggemacht, okay. Das kann er ruhig tun, denn wir können bald Maureen. Nee, hier ist die eine gestorben, der hat keinen Haken weggemacht. So, hier wird auf jeden Fall gearbeitet. Warum hören wir das jetzt nicht mehr? Oder wurde hier vorher schon gearbeitet? Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. So, eigentlich wollte ich in die Richtung raus. Die werden bestimmt da laufen. 2 da. Die können wir auch einfach so umklatschen. Nicht. Lauf!
könnt ihr die nämlich gleich nochmal abhängen. Ist natürlich schade, dass sie die andere da jetzt nicht abhängen. So. Die andere war hier auch nicht. So. Zuerst da ganz hinten. Da gehen wir jetzt auch hin. Ganz hinten an dem Generator ist er. Okay. Wird jetzt hier wahrscheinlich ins Haus gehen. Oder durchziehen. Nee. Ich hoffe, die retten jetzt auch. So, hier sind noch die Krähen da. Ich denke mal, er ist ins Haus gegangen. So, jetzt brauchen wir nur noch einen aufhängen. Außer sie machen vorher das Totem kaputt. So. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn es einer von den ist, die hier. So. Er ist auf jeden Fall hier in der Nähe. Denn er hat den Generator wieder angefasst. Da ist er. Da ist er. Lauf mal so rum. Und wann kriegen wir dich? Ich hoffe, die lassen dich dann nicht sterben. Ich hoffe es für sie. Und für uns. So, hier ist auch gleich der Haken. So, sie haben jetzt da hinten noch einen Generator gemacht. Wenn wir da mal auch in die Richtung... Mal kurz hier noch in die kleine Halle nachfüllen. Dann müssen wir da ein Stück vom Haken weg. So. Irgendwo war hier jemand. Die machen hier erstmal fleißig ihre Generatoren. So, ich hoffe, sie hängen. Ah, hier haben wir eine. Kann die jetzt mal retten. Ich glaube, die ist nämlich eh tot. Aber ich würde die gerne Maureen. Wenn die jetzt sterben lässt, weil die Luke haben will. Sie steht einfach auf. Schöne Anti-Mates hier. Zu früh vorbei. Ist hier der Keller? Ne, hier ist kein Keller. So. Das heißt, wir haben nur... Er macht da in Ruhe einen Generator. Auch nicht verkehrt. Also anstatt zu helfen und den abzuhängen, hat er einfach mal den Generator da fertig gemacht. So, sie ist jetzt tot. Wie wir sehen, sehen wir nichts. Das sah aus wie Blut. Aha. So, das heißt, wir konnten nicht unsere Fluch auf verzerrte Hoffnung machen. Ich wollte die doch maulen. Hier ist unser Fluch. So verzeiht uns, sie haben nicht gerettet. Sie haben sie einfach sterben lassen. Diese Schweine. Gute.
haben wir wieder alle umgehauen. Also man sieht, dass die One-Shot-Axt ist ziemlich stark. Aber die haben auch, sind doch selten ausgewichen, von daher war es auch ziemlich einfach zu treffen. Hab manchmal sogar etwas weiter vorgeworfen, nach links und rechts, damit in der Hoffnung, dass sie reinrennen, aber... So, haben wieder 60.000 Punkte. Unsere Daily hatten wir auch geschafft. Wir sollten nämlich wieder 4 mit einer Axt treffen. Die habe ich schon wieder ganz vergessen gehabt. Den hier haben sie instant sterben lassen. Er hat aber, glaube ich, auch probiert, sich zu befreien. Warum auch immer. Ah, sie hat ihre Technik gemacht. Okay. Gut. Tabs Verdacht. Also sie konnten sogar, wenn sie den Generator fertig gemacht haben, sehen, wo die Totem stehen. Na gut. Ah ja, und wir hatten sogar noch einen Pudding, deshalb haben wir noch mehr Punkte bekommen. Okay, dann war's das wieder für heute. Also, Spitze, bedanke mich, tschüss.